So, jetzt habe ich mal die Kameras an. Und wie man hört, ist Achim auch mit dabei. Das, mit Achim sind wir jetzt übers Mesh verbunden. Ja, dann sag ich mal Hallo, ne? Liebe Leute. Genau. Muss ich gerade mal empfehlen, dass ich in dem Anschluss hinterherkomme? Das schaffst du schon. Dein Motorrad hat doppelt so viel PS wie seins. Ja, aber hält in die Kurven schneller. Tja, also mit Spatze bin ich über Bluetooth verbunden, über die normale Sprechanlage, und mit Achim bin ich über Smash verbunden. Das ist dieses Gerät hier. Ich habe hier so ein Plus-Mesh dran, was es mir ermöglicht, hier mit meiner normalen Bluetooth-Anlage mich in ein Sena-Mesh einzukoppeln. Allerdings nur auf Kanal 1, aber das macht erstmal nichts. Und dann wollen wir mal gucken, was wir denn so alle miteinander sprechen. Genau. Ich mach ein bisschen weniger heute, weil ich hab noch keinen zweiten Kaffee gehabt. Ach, du brauchst erst einen zweiten Kaffee, oder was? Ja. Frühstück war nicht so wichtig, das hab ich sowieso nicht gehabt heute Morgen, aber zweiter Kaffee wäre toll. Ich hatte eben noch überlegt, aber der hat ja noch nicht aufgehört, ne? Nee, der war gerade am Vorbereiten, am Essen vorbereiten. Der macht erst um 11:30 aus, sagt er. 11:30? Aber ja, ein Eis hat er mir trotzdem verkauft. Ja, das muss man ja auch nicht vorbereiten. Nee. Ja, dann hast du dein Eis für heute weg, ne? Das Vormittagseis, ja. Das Nachmittagseis, das kommt dann erst noch. Und die letzten Tage gab es auch kein Eis, also hat man hatte noch ein bisschen Vorrat an Eisportionen. Ja, eigentlich wäre es mal gesünder, mal ein bisschen weniger Eis zu essen. Oder zumindest mal irgendwie Wassereis und nicht immer so Magnum-Zeug. Solange die Motorradjacke noch passt, genau. Die Jacke, die passt noch eine Weile, aber ich mache mir Sorgen um meine Hose. Ortschaften immer nach der Kurve, ey. Meine Güte, ey. Tja. Das ist wahr. Aber ich muss sagen, bei meinem Sender 20S hatte ich nicht so viel Geräusche drin. Hast du Störgeräusche oder was? Ein bisschen. Tja. Ja, irgendwie haben die ja im Chat schon gesagt, dass es irgendwie an dem Mesh liegt. Okay. Tja, also jetzt nicht immer, ne? Ja. Meistens, wenn du anfängst zu reden. Also dann so elektronische Störgeräusche, nicht vom Wind oder so, ja? Genau, elektronisch. Aber auch nicht störend irgendwie. Naja. Hat aber René eine schöne Strecke ausgesucht für uns. Aber wirklich. Das kann so bleiben. Na, na, na. War das mit Gary mit Linkskurven? Tja. Gary hat doch mal gesagt, Linkskurven mag er nicht, ne? Ich stell gerade fest, die sind auch nicht so gekommen. Ja, du fährst auch zu weit links in der Linkskurve. Ja, alles Übungssache. Bin definitiv wieder zu wenig gefahren. Also Schmutz. Ja. Aber habe ich mir das so vorgenommen, so viel zu fahren, aber irgendwie weiß ich nicht. Man kommt zu nichts da. Nee, die ganzen Projekte, Kerstin wieder die ganze Hause, damit ihren Schuppen gehen, also mein Pumpenhäuschen und ihr Teich soll fertig werden und irgendwie kommt man zu nichts. Ja, irgendwie seid ihr doch irgendwann mal fertig, oder nicht? Wie viel willst du noch bauen da zu Hause? Ja, es fehlt ja noch das Pumphäuschen. Das ist ja nicht der Zweck, dass man sich ein Haus baut, damit man hinterher ständig was zu tun hat. Irgendwie ist doch der Zweck, dass man irgendwann mal seine Ruhe hat. Habe ich auch gedacht. Ja. So, wo geht's jetzt? Über die Elbe wieder oder was? Nee, das kann ja nicht sein. Wir bleiben die ganze Zeit auf dieser Seite der Elbe, dachte ich. Also wir fahren nicht rüber? Ja, sieht aber so aus.
Das sieht aber so aus. Ja, dann machen wir nochmal die Kamera an. Was ist denn das für ein Kanal hier? Elbe ist klar, aber wie heißt der Ort hier irgendwie? Da kann man aber auch schön baden. So, Gentin sind wir. Mhm. Jerichoer Land. Grüße gehen raus an Edgar und Tour. Die wohnen hier? Der wohnt hier. Okay. Edgar. Hast du Kamera an? Die Kamera ist an. Und hast du gehupt? Ich hab nicht gehupt, aber jetzt. Ja, Hauptsache René ist jetzt nicht verunsichert, dass einer gehupt hat und weiß nicht, was er machen soll. Der hat Arme und nur gedeckt und da ist gut. Ja. Ja, es zieht sich so ein bisschen hin, die heutige Fahrt. Wir hatten jetzt gerade vor 10 Kilometern unsere zweite Pause. Das war auch gleichzeitig die erste Tankpause. Und ein Drittel haben wir bis jetzt geschafft, ne? Ja, so ungefähr. Ja, genau. Was sagt denn die Uhr? Wie spät haben wir es eigentlich? Es ist 11.18 Uhr, wenn meine Uhr richtig geht. Okay. Ja, aber nachmittags sind wir da. Peter hat hier einen Bekannten vom anderen Kanal. Der ist ja nicht gerade gehupt. Ja. Ich hatte gesehen, du hattest einmal kurz geguckt. Nee, eigentlich habe ich zum Synchronisieren gehupt. Ach so. Das brauchen wir ja nicht verraten. Ja, die Uhr ist auch da links gewesen. Hatte ich dich gar nicht fragen brauchen. Interessanter Wasserturm, schau. Wir sind auf der B1, die ehemalige Reichsstraße 1. Die ging von Aachen bis nach Königsberg hoch. Okay. Die längste Reichsstraße damals von allen. In Teilbereichen heute die Bundesstraße 1. Von Aachen nach Königsberg. Wie viele Kilometer sind das? Ja, wie viel mögen das gewesen sein? Ich kann das jetzt nur schätzen. Ich denke mal so 500, 600? Boah, wesentlich mehr, das waren 1000. Okay. Das müssen mehr als 1000 Kilometer gewesen sein. Ich werde das mal rausfinden und dann hier unten einblenden. So machen wir das. Jawohl. Machen wir den, der alles weiß. Ja, der alles weiß, bloß nichts Gescheites. Lauter unnützes Wissen. Ja gut, also dieses Teilstück der B1 wird nicht identisch sein mit der damaligen Reichsstraße 1, weil das ist ja hier irgendwie eine Umgehungsstraße. Ich kann mir vorstellen, dass die R1 damals direkt durch den Ortskern Gentin gegangen ist. So wie alle Straßen ja durch den Ortskern gingen. So wie damals alles mitten durch die Stadt ging, genau. Das war in Lüneburg genauso. Die B4 ging damals durch die große Bäckerstraße. Hast du das gewusst, Achim? Nein. Die große Bäckerstraße, was heute Fußgängerzone ist, das war früher die B4. Okay, nee, habe ich nicht gewusst. Noch bis in die späten 50er Jahre. Das haben sie erst irgendwann 60er Jahre, haben sie das außen auf den Schifferwall. Jetzt fängt er schon an zu winken, weil er Angst hat, dass wir seinen Blinker nicht sehen. Dann führt das direkt durch die Bäckerstraße. Direkt die große Bäckerstraße, bis zum Sande. Links und rechts waren Bürgersteige. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ich werde mal so ein altes Foto raussuchen. Ja. Dann wirst du denken, Alter, das gibt's ja überhaupt nicht. Das darf ja überhaupt nicht wahr sein. Das ist eine Bundesstraße. Weil du musst dir ja vorstellen, da war ja links und rechts noch Bürgersteig und Gegenverkehr war da auch noch. Und die Geschäfte waren aber teilweise auch schon da. Genau. Okay. Na gut, der Verkehr war damals auch nicht so, ne? Nein, da hast du natürlich recht. Der war natürlich nicht so stark, aber dennoch sind sich da LKWs begegnet, ne? Und schon erstaunlich. Ja, und heute bauen sie genau andersrum. Heute versuchen sie alles außer rumzuleiten um die Dörfer. Ja, das ist ja auch richtig so, weil ja der Verkehr immer dichter wird. Ja. Das willst du ja nicht, dass diese Massen an Autos
dass die mitten durch den Ortskern gehen. Nein, auf keinen Fall. Das will niemand. Das wollen weder die Anwohner noch diejenigen, die da durchfahren müssen. Keiner will das. Das ist ja auch richtig so. Ja, klar. Es ist ja für alle Beteiligten angenehmer, außen rumzufahren, zügig durchzukommen, als durch so ein Ortskern, wo du ständig anhalten musst, langsam fahren musst, aufpassen musst. Ja. Hüttermühle! Hüttermühle! Ach, da ist KTM. Guck mal, da hat bestimmt Edgar seine KTM gekauft damals. Das ist natürlich schon ein Argument. Ne? Das ist ja auch damals sein Problem mit der BMW gewesen. Dass er hier weit und breit keinen hatte. Ja. So ist das. Eigentlich überholt derjenige ja zuerst, der vorne fährt, aber da haben sie den Trucker nicht rausgelassen. Naja, Partnerschaft im Straßenverkehr schaut anders aus. Ja, aber ich glaube, der LKW hat noch zu spät geblinkt. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, muss ich mal meine Aufnahme zu Hause überprüfen. Das ist aber meistens so. Also du hast kaum mal einen Unfall, wo nur einer alleine schuld ist. Das hast du ganz selten. In den meisten Fällen kannst du beiden Beteiligten Vorwurf machen. Ja. Tja, was ich sagen wollte, das ist natürlich mit seiner BMW damals, dass er die so schnell wieder hergegeben hat. Er hat mir das auch erzählt. Hat er gesagt, er hat da niemanden, wo er sie zum Service hinbringen kann. Keine Werkstatt, weit und breit. Die nächste Werkstatt ist 100 Kilometer weg oder so. Das ist alles scheiße, sowas. Das ist natürlich schon ein starkes Argument, ne? Das willst du nicht, ne? Du willst ein Motorrad haben, wo du gleich um die Ecke einen Schrauber hast dafür. Ja. Ich habe ja jetzt am 19. bringe ich meine Solomeier. 19.07. Ja, hast du geschrieben. Ich bin erst am 30. August dran. Ja, hat er mir erzählt. Ja. Wir haben über dich gesprochen. Ach so. Hoffentlich nur Gutes. Das ist selbstverständlich wieder. Als würde ich ein krummes Haar an dir lassen. Sehr gut. Chris, heute Nacht auch ein Bussi von mir vorm Schlafen gehen. Hast du das gehört, Spatze? Ja. Prima. Und da sind wieder mal Kühe. Ja. Und ich habe mittlerweile auch Fotos schon gekriegt von sitzenden Kühen. Ja, habe ich. Wir haben uns schon köstlich amüsiert. Die kann ich hier mal einblenden. Es gibt mehr Fotos von sitzenden Kühen, als ich erwartet hätte. Eine ganze Menge sogar. Und wir haben einen Haufen Leute haben hier E-Mails geschrieben. Also vielen, vielen Dank. Teilweise selber fotografiert und teilweise Links zu solchen Bildern. Die blende ich hier unten mal alle ein. Ihr glaubt gar nicht, wie oft eine sitzende Kuh schon fotografiert wurde. Scheint tatsächlich öfter vorzukommen, als man vermutet. Naja, was wollen die auch sonst machen den ganzen Tag, ne? Naja, normalerweise sitzt sich eine Kuh nicht hin. Die steht entweder oder sie liegt. Also, jetzt mal ehrlich. Also, eine Kuh, die sich hinsetzt wie ein Hund, das ist schon selten. Ja, ich weiß gar nicht, wie die wieder hochkommt. Ja. Es gibt schon verrückte Sachen. Ja. Genauso wie ich mich immer gewundert habe, wie ein Hundekot auf einem hohen Felsen raufkommt. Also auf so einem etwas größeren Stein. Okay. Die krabbeln da rückwärts rauf und machen da ihr Geschäft drauf. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Also mein Hund hat das noch nie gemacht. Aber ich habe das schon so häufig gesehen. Da habe ich verkehrt gesagt, guck mal, schon wieder ein Kackhaufen auf dem Stein. Was soll denn das? Dein Hund macht sowieso nichts, was du ihm nicht ausdrücklich erlaubst, ja. Ist er auch. Nein, macht er auch nicht. Insofern wundert mich das nicht.